Wir beginnen in der Position des Kindes. Du legst dich so hin, dass deine Arme locker auf dem Boden liegen können, dass dein Kopf locker auf dem Boden liegen kann und auch so, dass dein Oberkörper entspannt auf deinen Beinen oder auch zwischen deinen Beinen liegen kann. Öffne dann hier nochmal deine Augen, fokussiere deinen Blick auf die Matte. Schließ dann deine Augen und richte diesen fokussierten Blick nach innen. Nimm eine tiefe Einatmung durch deine Nase. Öffne deinen Mund ganz weit auf und atme kraftvoll aus. Noch einmal tief einatmen durch die Nase. Mund weit öffnen, kraftvoll aus. Tiefe Einatmung durch die Nase, Mund weit öffnen, kraftvoll ausatmen, ein letztes Mal tief einatmen, Mund weit öffnen und kraftvoll aus. Dann schließ deinen Mund, halte deine Lippen locker aufeinander, dein Kiefer locker aufeinander, also ohne die Zähne aufeinander zu beißen und leg die Zunge entspannt auf deinem Gaumen ab. Beginne deine Atemzüge tiefer werden zu lassen, jetzt mit geschlossenem Mund. Versuch nur durch die Nase zu atmen und lass deinen Atem dann noch allmählich übergehen in eine kraftvolle Ujjayi-Atmung. Was wir hier tun in dieser ersten Position und in diesen ersten Atemzügen, ist die Aufmerksamkeit Schritt für Schritt zum Körper holen. Durch das Richten des Blickes nach innen und das Schließen der Augen grenzen wir uns in so einem ersten Schritt vom Außen ab. Und dann durch das allmähliche Vertiefen der Atmung und durch das Hörbarmachen der Atmung gehen wir noch eine Spur mehr mit der Aufmerksamkeit zu dem, was hier jetzt gerade passiert. Was für dich wichtig ist im weiteren Verlauf der Stunde, ist, dass du diesen Punkt, den wir hier jetzt erreicht haben, mit nur diesen bewussten, tiefen Atemzügen nicht mehr verlässt. Egal was passiert, egal wie turbulent es wird, wie ruhig es wird, wie sehr du gefordert bist, versuch dich immer wieder an diesen Punkt zurückzuholen. So dass, wenn jemand dich nur atmen hören würde, ohne dich zu sehen, diese Person glauben würde, du bist an einem sehr friedlichen und ruhigen Platz, weil es sich so anhört. Das ist die Orientierung. Und dann nimm hier nochmal eine tiefe Einatmung, eine tiefe Ausatmung und streck dann mit der nächsten Einatmung deine Arme weit über deinen Kopf nach vorne. Spreiz deine Finger richtig weit auf, heb die Ellenbogen weg vom Boden, heb die Arme weg vom Boden, drück mit deinen Händen richtig fest in die Matte. Dann such hier Bodenkontakt mit deinem Daumen, mit deinem Zeigefinger, mit deinem Mittelfinger, mit deinem Ringfinger und deinem kleinen Finger und zieh deine Schultern aber weit nach hinten. Genau, eventuell kommt der Kopf jetzt weg vom Boden, das ist total okay. Wir verlassen jetzt die volle Entspannung und kommen langsam in Aktivität. Mit der nächsten Einatmung stellst du deine Zehenspitzen unter, kommst dann in der Ausatmung vor in einen Vierfüßlerstand. Deine Hände sind immer noch schön aufgespreizt, deine Schultern sind über deinen Handgelenken. Atme hier ein. Mit der Ausatmung hebt deine Knie vorsichtig mal nur ein bisschen vom Boden weg. So einen Zentimeter sind die weg vom Boden. Genau, atme weiter. Kraftvolle Arme, tiefe Einatmung. Mit der Ausatmung drückst du mit deinem Oberkörper mehr Richtung Oberschenkel. Also gehst in eine Art Abschandhund, Variante des Abschandhundes. Und streckst dich hier mal ganz durch. Beine bleiben noch angewinkelt. Dein Becken kippt leicht hoch. Deine Arme sind ganz gestreckt, von der Vorstellung her, so wie wenn du ein Auto anschieben würdest. Lass deinen Kopf hängen, atme hier nochmal ein und dann beginne langsam mit der Ausatmung deine Beine vorsichtig zu strecken. Richte dich aus,
Such dir deinen Punkt aus, also nicht notwendig ist es, die Beine ganz durchzustrecken, nicht notwendig ist es auch, dass die Fersen hier zur Matte kommen, sondern lediglich eine Aufrichtung, eine Streckung der Wirbelsäule ist wichtig und eventuell sogar ein leichtes Kippen des Beckens hoch. Nimm nochmal eine tiefe Einatmung, drück den Boden gut weg von dir, zieh die Schultern weg von den Ohren, atme weiter und bringe mit der Ausatmung deine Knie zurück zur Matte. Öffne deine Unterschenkel ein bisschen weiter als deine Knie zur Seite für Virasana und setz dich dann in der Ausatmung zwischen deine Beine. Wenn das unangenehm sein sollte, setz dich auf einen Block drauf. Genau, dann richtest du dich auf, lässt deine Augen geschlossen. Genau, die Aufmerksamkeit bleibt immer noch bei dir. Lass deine Arme mal locker hängen. Dann kippt das Becken ein bisschen nach hinten. Genau, dein Oberkörper richtet sich eine Spur mehr auf. Super, mit der nächsten Einatmung nimmst du deine Arme gestreckt über deinen Kopf hoch. Zieh die Arme hoch, spreiz deine Finger auf. In der Ausatmung dreh die Handflächen nach vorne. Genau. Dann einatmen, Schultern tief. Ausatmen, drück deine Schulterblätter fest zusammen. Schulterblätter, Arme sind ganz gestreckt. Aufrichten, aufrichten. Noch einmal einatmen, ausatmen, senk deine Arme ein paar Zentimeter ab und drück die Schulterblätter wieder fest zusammen. Finger sind aufgespreizt. Tiefe Einatmung, ausatmen, senk die Arme wieder eine Spur ab, so in etwa auf Schulterhöhe und drück die Schulterblätter fest zusammen. Genau, dann noch einmal hier einatmen. Entspann die Arme ein bisschen, ausatmen, wieder eine Spur tiefer, Schulterblätter fest zusammendrücken, Finger bleiben aufgespreizt. Einatmen, kurz entspannen, Arme nochmal eine Spur absenken, ausatmen, Schulterblätter wieder fest zusammendrücken. Halte hier nochmal in der Einatmung, ausatmen, senk deine Arme langsam ab. Einatmen, zieh die Schultern hoch zu deinen Ohren, wir lockern hier kurz. Ausatmen, drück die Schulterblätter zusammen und roll sie entlang der Wirbelsäule tief. Einatmen, komm wieder vor in einen Vierfüßlerstand. Ausatmen, richte dich so aus, dass du hier stabil bist. Einatmen, heb dein rechtes Bein gestreckt hoch Richtung Decke. Schau, dass das Bein wirklich ganz durchgestreckt ist und nimm dann deinen linken Arm parallel dazu. Dein linker Arm zieht nach vorne, dein rechtes Bein zieht nach hinten. Spreize deine Zehen mal richtig schön auf, drück mit deinem Fußballen nach hinten. Schau, dass du deine Kniescheibe hochziehst, deinen Oberschenkel fest anspannst, Vorderseite, Rückseite und auch deinen Popo ganz fest anspannst. Genau, dann hast du einen kraftvollen rechten Arm, ein langes linkes Bein und auch einen langen rechten Arm. Finger sind aufgespreizt. Einatmen, nimm Arm und Bein mal so hoch wie möglich, nur für diese eine Einatmung. Ausatmen, komm zurück in den Vierfüßlerstand. Einatmen, wechsel die Seite. Nimm das linke Bein gestreckt hoch und deinen rechten Arm parallel dazu. Such dir einen Punkt aus, wo du angenehm halten kannst. Wichtig ist es hier, Länge zu schaffen und nicht vorwiegend Höhe. Wir wärmen langsam mal die Rückenmuskulatur auf, wir wärmen langsam so ein bisschen die Stützmuskulatur des Oberkörpers auf, der Arme auf und da ist es nicht so wichtig, gleich ins Maximum zu gehen. Spreiz deine Zehen auf, genau, zieh das Bein nach hinten, zieh den Arm nach vorne und dann achte euch hier besonders auf den Nacken. Es ist super, wenn du mit dem Kopf nach vorne schaust. Manchmal spannt das aber immer Nackenmuskulatur zu sehr an, dann richte den Blick nach unten. Das ist etwas, das stellst du für dich fest und schaust, wie du damit zurechtkommst, was für dich besser passt. Einatmen, nimm Arm und Bein so hoch wie möglich. Ausatmen, komm zurück in den Vierfüßlerstand. Einatmen, stell deine Zehenspitzen unter. Ausatmen, komm hoch langsam in einen abschauenden Mund. Vorsichtig, genau, Knie vom Boden und dann schau mal, streck ein Bein nach dem anderen. Genau. Und dann stell dir euch hier wieder vor, du schiebst ein Auto an, das heißt deine
Arme sind kraftvoll, die Sitzbeinknochen ziehen ein bisschen hoch und auch deine Beine helfen mit. Genau, dann atme hier nochmal ein. Mit der Ausatmung komm vor in eine Brettposition. Das heißt, du verlagerst dein Körpergewicht mehr nach vorne. Und es ist auch okay, wenn du mit den Beinen jetzt ein bisschen nach hinten steigst. Dann senk mal deinen Blick ab nach hinten zu deinen Fußgelenken. Schau zu deinen Fußgelenken, die sollten sichtbar sein. Was du hier jetzt machst, das ist etwas, das sieht man nicht, aber das spürst du. Du schiebst mit den Händen nach hinten zu den Füßen und mit den Füßen vor zu den Händen. Ja, relativ kraftvoll. Dann spann auch noch deine Oberschenkel an, spann den Popo an, streck deine Arme durch, versuch deinen Bizeps und deinen Trizeps hier zu aktivieren. Ja genau, dann atme hier nochmal ein, ja, zitter, zitter. Dann ausatmen, komm mit Knie, Brustkorb, Kinn, schön langsam tief. Alles ablegen, entspann die Beine, bring die Hände vor deine Schultern. So einen, also 10 cm in etwa sollten vor den Schultern sein. Leg deine Füße gut auf den Boden ab, drück die Fußinnenseiten zusammen. Popo ist schon tief, wir liegen schon ganz entspannt auf dem Boden. Genau, Füße zusammendrücken, Hände vor die Schultern, dann stell dir vor, du hast hier hinten ein kraftvolles Bein. Das ist ganz fest, der Fußriss drückt in den Boden, dann kommst du in der Einatmung mit dem Oberkörper hoch in eine große Cobra. Lass den Kopf hängen oder schau nach vorne, aber achte darauf, den Nacken nicht anzuspannen. Ausatmen, roll langsam wieder zurück, bring die Stirn zur Matte. Wir wiederholen das Ganze noch dreimal. Einatmen, langsame, sanfte Cobra, drück dich hoch. Achte darauf, dass deine Füße schön zusammenbleiben. Ausatmen, roll wieder zurück zur Matte. Einatmen, wieder hoch in eine große Cobra, bleib sanft, Brustkorb vor, Schultern schön tief. Ausatmen, roll wieder zurück zur Matte. Einatmen, drück dich wieder hoch in die große Cobra, wiederholen noch zweimal. Zieh den Brustkorb vor, kraftvolle Beine. Super. Ausatmen, roll langsam zurück. Ein letztes Mal, bleib hier immer noch sanft. Einatmen, komm hoch, sanfte große Cobra, Schultern tief. Halte hier und zieh mal mit der nächsten Ausatmung den Boden zu dir heran. Deine Hände bleiben dicken auf der Matte, aber du schiebst so zu dir heran. Der Brustkorb kommt weiter vor. Atme hier nochmal ein. Ausatmen, roll wieder zurück, leg die Stirn an. Einatmen, bring die Hände unter deine Schultern, stell die Zehenspitzen unter. Ausatmen, komm hoch in ein Brett. Dann drück hier nochmal fest mit den, oder zieh mit den Händen Richtung Füße, mit den Füßen vor zu den Händen. Super, mach den Rücken rund in einer Einatmung, mit der Ausatmung komm langsam zurück in einen abschaltenden Hund. Streck dich durch, schieb auch hier das Auto wieder weg, Auto an, schieb das Auto an, lass den Kopf hängen, tiefe Einatmung. Tiefe Ausatmung. Einatmen, winkel die Beine an, schau vor zwischen deine Hände. Ausatmen, steig schön langsam mit zwei Schritten vor zwischen deine Hände. Lass deine Beine ruhig angewinkelt und bleib mit dem Oberkörper hier hängen. Genau, hänge so zwischen, also über deine Beine. Eventuell greif deine Ellenbogen und bändel so ein bisschen hin und her. Alles locker. Und dann hebe mit der nächsten Einatmung deine Arme seitlich hoch, richte den Oberkörper parallel zum Boden auf, mach dich ganz gerade, Beine durchstrecken, atme hier mal aus, zieh mit dem Brustkorb vor, einatmen, komm mit aufrechten Oberkörper, gestreckten Beinen hoch zum Stehen, zieh deine Arme hoch, bring deine Handflächen zusammen, schau hoch zu deinen Daumen, ausatmen, senk deine Arme seitlich.